Schieb's dir, Weichei! Wer sagt schieb's dir? Welcher Mensch auf der Welt sagt schieb's dir? Wir sind ein Einkaufswagen. Besser wird's nicht, Leute. What up? Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Steep. Wir sind wieder zurück. Ich musste gerade kurz überlegen, was wir überhaupt spielen. Last Jumping Hero heißt die Challenge, die wir jetzt uns auf die Brust schnüren. Es ist quasi die letzte Phase des Winterfest DLCs. Wir haben dann noch zwei Bosse insgesamt, die wir quasi noch schlagen müssen. Jetzt geht es aber erstmal hier um Last Jumping Hero. Sei einer der Ziegel in dieser Mauer. Überlebe bis zum Sprung über die Klippe. Okay, los geht's. Hier? Noch so ein Noob, der frisch vom Idiotenhügel kommt und meint, er könnte gleich den Winterfestthron erobern. Jedes Jahr kommen sie und wollen einen Titel gewinnen. Und jedes Jahr schicke ich sie mit einem Gips zurück. Fahr lieber zurück nach Kansas, Dorothy, bevor ich dich überfahre. Lincoln Black, Pro Rider und Hollywood Stuntman. Alle von mir entworfen und alle basieren auf meinen größten Momenten als Hollywood Stuntman. Wenn du sie alle schaffst, überlege ich vielleicht, dir doch nicht in den Arsch zu treten. Du hast doch keine Angst, oder? Gut, dann lass mal sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Aus dem dicksten Holz, was man sich nur vorstellen kann. Keine Ahnung, was das dickste Holz ist. Ist ja auch ganz egal. So, Glacier de... keine Ahnung was. Los geht's. Actionfilme, Prüfung 1. Worum geht's? Was müssen wir tun? Wir haben wieder den geilen KB. Das finde ich gerade richtig nice. Genug Talent und Style, okay, überlebe bis zum Sprung über die Klippe. Oh shit, das war... Ist das überhaupt smart, die ganzen Tricks hier zu machen? Ich weiß nicht so richtig. Achso, hier ist doch schon Schluss. Nur eine Person hat es bisher geschafft, diesen Sprung heil zu überstehen. Das war einfach. Ich hab's jetzt auch geschafft, mein Kollege. Star Wingsuit, schalte den Zielcomputer nicht aus. Fliege nah am Boden, leiste um 10.000 Punkte. Wingsuit, okay. Ist einfach nur jetzt nur... Dieser Stunt basiert auf meiner Lieblingsszene aus dem Science-Fiction-Meisterwerk Galactic Wars. Der Bombenangriff auf den Todesplaneten. Okay, ich bin dabei. 10.000 Punkte ist halt auch wieder für Proximity Flying halt echt wenig, Mann. Ich meine, man hätte die Challenges doch ein bisschen schwieriger machen können. Keine Ahnung. Ich meine, wir sind doch jetzt auch wirklich keine... Oder, was heißt wir? Aber ich bin auch jetzt wirklich kein Sleep-Profi. Ich mache immer noch so viele Fehler und erlaubt mir so viele Dummheiten, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich bin gut in diesem Spiel. Aber für mich ist es halt schon irgendwie easy. Leider. Naja. Kann ja noch kommen. Keine Ahnung, was halt gleich noch kommt. Okay. Haben wir es jetzt geschafft? Sind wir jetzt durch? Ziellinie. Okay, wunderbar. Was soll's? Prüfung gewonnen. Ich werde immer der Meister dieses Stunts sein. Und weißt du warum? Weil das Space Sand stark in mir ist. Gut, das kann sein, aber trotzdem habe ich dich gerade einfach mal übertrumpft. The Stylish Escape ist die dritte Prüfung. Tu es oder lass es. Es gibt kein Probieren, aber tu es mit Stil. Missionsziel, das reimt sich, entkomme, indem du alle Kontrollpunkte durchquerst. Okay, es gibt auf jeden Fall ein bisschen was an Geld. Es gibt jede Menge Erfahrung, die uns leider sowieso nichts mehr bringt. Okay, einfach durch alle Kontrollpunkte fahren. Klingt jetzt erstmal zu schön, um wahr zu sein. Geh zurück in die Skischule, bevor ich dich von diesem Berg werfe. Hörst du mich? Okay, Okay. Gib's doch einfacher auf. Aber im Prinzip, naja, das Gute ist ja wirklich, dass wir nicht durch die Ringe unbedingt müssten, sondern im Prinzip nur vor die Ringe müssen. Das ist ja eigentlich schon mal ganz geil. Das macht auf jeden Fall schon wieder eine ganze Ecke einfacher. Und auch hier jetzt, ja, das kann uns jetzt echt die Challenge kosten, wenn wir jetzt nicht schneller... Okay, das geht. Was sind das schon wieder für eklige... Was ist das? Ist ein Helikopter über uns oder so? Alter, schießen die auf uns? Achso, darum geht's. Okay, ich verstehe. Das ist verdammt laut, Alter. Das ist verdammt laut. Aber ist auch ziemlich episch. Dafür ist es auch ziemlich episch. Das ist ziemlich geil. Okay. Ich finde, ohne Scheiß, Ubisoft hat sich hier wirklich ein paar echt nette Ideen einfallen lassen. Die einfach so ein bisschen Abwechslung da reinbringen. Ist einfach echt mal was anderes. War längst nicht so gut wie in meinem Film Agent Extreme. Ja. Toll. So. Jurassic Ride. Wo ist die Ziege? Frisst Ziegen als T-Rex verkleidet. In Bergen. Nun, und dann passiert eben einfach mal sowas hier. Mein Name lautet John. Und ich habe ein Problem.
Ich bin ein T-Rex. So. Naja, okay, ich meine, jedem seins. Ne? Also, wer sich gerne verkleidet, kann das gerne machen. So, los geht's. Der hier ist mir für Dino World 3 Angriff aus der Eiszeit eingefallen. In Hollywood nennt man ihn den Ziegelstunt. Ich kann vor allem halt kaum was sehen durch den Dino. Oh Gott, und ich kann mich hier, ist mega rutschig. Pass auf, wir gehen jetzt hier runter. Dann können wir hier direkt nämlich auch nochmal zwei Stück mitnehmen. Keine Ahnung, wie knapp das jetzt hier schon wieder bemessen ist mit den Ziegen. Aber 50 klingt jetzt erstmal nicht so wenig. Ah, shit. Boah, das sind so eklige Geräusche hier in dem DLC. Macht mich wahnsinnig. Okay, das könnte tatsächlich ein bisschen knapp werden. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt am Ende noch kommen. Wäre ich mal lieber... Obwohl... Oh, hier ist auf jeden Fall ordentlich was. Das ist sehr schön. Oh Gott, wir müssen bremsen. Okay, da schaffen wir es. Okay, zum Schluss ist zum Glück immer gut gepolstert. Hui. Weißt du, was die Dinosaurier getötet hat? Das war nicht die Eiszeit, das war ich. Und jetzt sorge ich dafür, dass du ausstirbst. Okay, der Bossfight gegen... Wie heißt der Typ nochmal? Ah, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Fast and Famous. Wenn du nicht fährst, um zu gewinnen, warum fährst du überhaupt? Punkte, indem du Yeti-Ringe durchquerst. Bist okay, du ich bin bereit. Sicher? Du kannst immer noch einen Rückzieher machen und dir die Schande ersparen. Okay, dann ziehen wir es durch. Ich nenne diesen Stunt den Firestarter. Du musst nichts tun, außer meine Punktzahl zu schlagen. Und niemand hat je meine Punktzahl geschlagen. Naja, jetzt weiß der aber nicht, mit wem er es hier zu tun hat. Sind wir gerade als Auto verkleidet? Passiert das gerade wirklich? Okay, gut. Einfach nicht fra... Moment, hä? Ah, das wird jetzt läuft mit den Skiern? Was? Okay, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Warum haben wir diesen Anzug an? Okay, ich sag's doch. Warum haben wir den Anzug? Wieso fahren wir rückwärts? Oh Gott, das war keine gute Idee. Aber es gibt so viele Punkte. Und auch hier schon wieder. Schaut euch doch einfach mal an, wie viele Möglichkeiten es hier gerade gibt, noch Punkte zu machen. Es ist zu einfach. Wir haben jetzt schon die 700 Punkte. Wir sind fertig. Wir brauchen nichts mehr machen. Wir brauchen uns nicht mehr anstrengen. Und da oben ist einfach mal das Essen. Triple Ring. Ich glaube, es kommt hier noch irgendwas. Irgendwas wird hier später noch kommen. Man kann bestimmt hier irgendwelche krassen Rekorde oder so später aufstellen. Weil das kann nicht sein, dass das nur für diese Bossfights da ist. Das kann nicht sein. Dafür ist es einfach zu easy. Ich bin gespannt. Ich habe wahrscheinlich jetzt die ganzen letzten Folgen darüber abgerantet. Und ihr habt wahrscheinlich schon häufiger in die Kommentare geschrieben, dass ich Unrecht habe. Der Zweite, der ihn schlagen konnte. Weißt du, wer der Erste war? Ich. Ja, du. Genieß den Moment, Punk. Du bist Frischfleisch für das Biest. Und ich werde dich durchkauen und ausspucken. Hörst du, Punk? Niemand demütigt meinen Freund und kommt damit durch. Das Winterfest gehört uns. Aber ich bin kein Punk. Ich bin Hipster. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo geht's lang? Wo geht die Reise jetzt hin? Da geht die Reise hin. The Throne, the Iron Throne. Nur noch ein Yeti übrig, bezwinge das Biest. 1 Minute 22 müssen wir hier aufstellen. Egal ob mit Skiern, Snowboard oder du kommst Schlitten. In meine Welt, legst dich mit meinem Team an und lässt meinen besten Freund heulen wie ein kleines Mädchen mit einem blutigen Knie. Und jetzt willst du auch noch meinen Thron? Fütterungszeit und das Biest ist hungrig! Okay. Gut für dich. Dieses Kostüm. Egal. Ach komm, was soll der Geiz? So, pass auf. Ist ein okay, Time Trial. Du hast es so gewollt. Bestienmodus aktiviert! Alter, der ist aber wirklich verdammt schnell. Holy fuck. Vor allem, der fährt auch noch auf dem Snowboard. Oh Gott, dann passiert sowas. Wir müssen dieses Kostüm ablegen. Wir müssen dieses Kostüm ablegen. Es führt zu nichts. Oh Gott, wir müssen alle Kostüme ablegen. Ski. 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 Wo ist das Kostüm? Guck mal, hier ist Kostüm. Einfach hier nix. Ich will gar nichts. Guck mal, hier habe ich doch ausgewählt. What the shit? Ich will nix, Mann. Oder ich will den Cape. Wieso sind wir gerade als Seifenkiste? Ich will den Cape. Wo ist der Cape? Ist er das? Da ist er doch. Oder?
Wieso haben wir immer noch diese scheiß Seifenkiste um? Das macht mich wahnsinnig. Kann das mal weggehen? Die ist doch hier nirgendwo. Was ist hier eigentlich noch? Ach so, Jackenaufnäher. Nee, komm, Alter. Komm, lass sein. Wo ist die Seifenkiste, Leute? Wo ist die Seifenkiste? Okay, das führt auch wieder zu nichts. Gut, dann fahren wir mit Seifenkiste. Ich habe das Gefühl, das macht mich langsamer und unwendig und... Außerdem sieht es einfach scheiße aus. So gewollt. Bestienmodus aktiviert! Oh nein, sag das jetzt jedes Mal. Bitte nicht. Bitte nicht. Aber wir kommen gut durch die Kurve. Wir haben ihn überholt. Das könnte besser nicht laufen. Sage ich mal so. Immer schön früh die Kurve nehmen. Wenn man sonst nur ganz schlecht lenken kann, beziehungsweise so schnell... Ah, fuck. So schnell kann man einfach irgendwann nicht mehr lenken. Okay. Wenn das jetzt nochmal ein harter Bossfight wird, dann bin ich zufrieden mit dem DLC. Ich bin sowieso zufrieden, weil ich finde es einfach echt mal... Es ist so ein bisschen so schöne, frische Luft irgendwie in Steep. Mit neuen Modi und so, das gefällt mir schon ganz gut. Hätte halt nur, wie gesagt, ein bisschen schwieriger sein können. Okay. Okay, eine saubere Landung. Wie viele... Achso, genau, es geht um Time Trial. Oh nein, jetzt passiert das hier auch noch. Alter, das ist aber assi, ey. Das ist ja richtig assi. Jetzt muss man darauf auch noch achten, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja gut, okay. Okay, okay. Hier überholen wir ihn immer. Jedes Mal. Er ist halt auch einfach nicht so gut. Also er ist zumindest nicht schnell. In Schnelligkeit können wir ihn überholen, aber... Ja, dann passiert... Wir sind halt keine KI, wir sind halt ein Mensch. Ich bin ein... Bin ein Mensch? Was sind Wörter? Okay, aber wir sind richtig hier. Und ich finde, wir machen... Also diese erste Phase, die läuft doch eigentlich schon mittlerweile ganz okay. Problematisch wird es dann halt echt da unten, weil vor allem die Dinger sind jetzt auch nochmal deutlich größer geworden als die Säulen, mit denen wir das ursprünglich zu tun hatten. Okay, hier schon mal einen ganz guten Jump hinlegen. Okay, das war okay. Pass auf, wir bremsen jetzt hier ein bisschen. Ah, fuck, wir müssen direkt bremsen, weil ihr seht, wir haben Zeit. Wir haben auf jeden Fall Zeit, wir brauchen uns keinen Stress zu machen. Wenn wir unten angekommen sind, dann bremsen wir erstmal richtig fett. Das ist gerade das A und O. Okay, und auch hier wieder richtig gut in der Zeit. Sogar besser als bisher. Okay, okay. Okay, ich bin dabei. Guck mal hier, der Dinosaurier, der packt das auch. Dann packen wir das erst recht, würde ich sagen. Oh nein, wir haben uns gedreht. Shit, Mann. Shit! Wieso haben wir immer noch dieses Auto um? Ey, das macht mich völlig verrückt gerade. So, hier rum. Hier rum. Hier rum. Okay. Ah, diese scheiß Pinöppel da. Ich hab gewusst, dass es nochmal irgendwann zurückkommt. Dass wir nochmal irgendwann damit zu tun haben werden. Ist halt auch echt ärgerlich. So, jetzt hier wird direkt gebremst. Hier wird direkt gebremst. Und auch wenn wir jetzt gerade... Okay, wir waren jetzt halt echt extrem langsam. Aber ist egal. Ist egal. Hauptsache, wir überleben jetzt hier. Irgendwie. Nein. Oh, fuck. Und auch da, wir waren immer noch ziemlich gut in der Zeit. Der Typ, der war immer noch ein bisschen hinter uns. Also wir brauchen uns da echt keinen Stress machen eigentlich. Auch wenn wir da echt krass abbremsen und wahrscheinlich einiges an Speed verlieren. Das ist trotzdem okay. Und wir sind einfach so bescheuert. Also ich kann uns einfach nicht ernst nehmen. Ich kann John nicht ernst nehmen gerade. Oh, das war ein nicer Sprung. Das war sehr gut. Okay. Noch das war in Ordnung. Oh, ich hab das Bremsen vergessen. Egal, egal, egal. Pass auf, hier rum. Hier am Checkpoint ist überhaupt gar kein Ding. Vielleicht hört es ja jetzt auch auf. Oh nein, wir sind zu langsam. Wir sind zu lang. Okay, jetzt kommen nochmal die Säulen. Ah, wie gemein das ist, ey. Wie assi das einfach ist. Und jetzt hier nochmal richtig Speed, oder was? Holy shit, okay. Slalom fahren. Slalom fahren. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? Haben wir es gerade echt geschafft?
Alter. Und auch hier. 15 Sekunden Vorsprung. Ich hier am Laufen hatte. Was soll ich denn jetzt tun? Mir einen echten Job suchen? Oh Gott, nein. Kommt nicht in Frage. Nein. Weißt du, was ich mache? Ich werde in den Bergen trainieren, wie der Typ in dem Film, der den Kommunismus mit seinen Fäusten besiegt hat, nachdem dieser riesige Russe seinen Freund totgeprügelt hatte. Hilf mir mal, wie hieß der noch gleich? Na egal, du verstehst mich schon. Und wenn ich bereit bin, komme ich und hol mir zurück, was mir gehört. Also mach dir es mal nicht so gemütlich da oben. Ich bin weg. Schieb's dir, Weichei. Wer sagt schieb's dir? Welcher Mensch auf der Welt sagt schieb's dir? Wir sind ein Einkaufswagen. Besser wird's nicht, Leute. Okay. Wir sind durch. Mit dem DLC. Das ging schnell. Das hat jetzt 4 Folgen gedauert. Also ungefähr für mich jetzt eine Stunde. Wir sind durch. Und wir haben, soweit ich das jetzt gerade sehe, auch im Prinzip keine... Beleuchte den Weg. Also, Paragliding. Oh, puh. Babegase ist ja immer noch so eine Sache, die wir einfach noch nicht absolvieren konnten, leider. Forgotten Path? Was ist das denn? Was ist das denn Schönes? Das kenne ich ja noch. Moment. Da muss ich einmal ganz kurz schauen. 2 Minuten. Dann überziehen wir heute ein bisschen, wenn wir das jetzt wirklich direkt schaffen sollten. Aber 2 Minuten für eine Schwere ist natürlich... Es kann halt echt nicht so easy sein. Aber Hauptsache, wir holen jetzt die Bronze, weil das Problem ist halt auch echt... Danach sind wir dann im Prinzip schon wieder durch mit Steep. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil ich mich jetzt auch sehr über den DLC gefreut habe. Und eigentlich gehofft hatte, dass wir da vielleicht jetzt ein bisschen länger nochmal dran spielen könnten. Die Sache ist, schreibt doch mal in die Kommentare. Und ich weiß, ihr wollt noch weiter Steep sehen. Scheiße. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denn gerne wirklich speziell sehen würdet. Also was wir jetzt noch so machen könnt. Oder macht mir Challenges, das könnt ihr natürlich auch machen. Oder schreibt in die Kommentare irgendwie eure Herausforderungen für mich. Zum Beispiel, spring den Berg runter und leg dich nicht auf die Schnauze. Keine Ahnung, irgendwie solche Sachen oder... Fahr die Strecke oder fahr die Challenge unter Minute, bla bla bla. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das wäre vielleicht ganz cool. Dann würde ich auch eventuell mir noch überlegen, ob man das vielleicht nochmal machen könnte. Dass man das im Prinzip so als Community-Challenge oder Community-Folgen dann nochmal so aufziehen könnte. Ich weiß es nicht. Ich würde mir das einfach überlegen. Problem ist allerdings halt wirklich, dass wir jetzt mehr oder weniger ja durch sind mit Steep. Das war mir natürlich auch schon vor dem DLC, klar. Aber der DLC... Oh nein, direkt K.O. Das ist scheiße. Der DLC hat quasi jetzt nochmal so ein bisschen so die Möglichkeit gegeben, nochmal neuen Content sich reinzuzwirbeln. Und, naja. Wir haben natürlich noch so ein paar Paraglide-Challenges offen, das ist klar. Die würde ich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht so gerne machen, weil mir die einfach nicht so viel Spaß machen. Und natürlich auch so Sachen wie... Oh, dieses ganze Zeug mit... Achso, kann ich hier vielleicht einfach nur hoch? Geht das? Oh ja, das geht. Sehr gut. Okay. Auch dieses, wo man da über den Eissee schlittern musste und so. Das sind irgendwie so komische Ideen, die auch irgendwie nicht so richtig Bock machen, muss ich sagen. Oder zumindest mir nicht so richtig Bock machen. Alter, ey, wie überleben wir? Wie überleben wir gerade? Komm, peppel dich wieder auf, Alter. Peppel dich wieder auf. Wo ist das? Wo ist die Farbe? Wo ist die Farbe? Wo ist die Farbe, Junge? Was macht er? Die Farbe ist weg. Die Farbe kommt nicht mehr wieder. Die Farbe ist... für immer Geschichte. Wo ist der Checkpoint? Ich sehe den Checkpoint ohne Farbe nicht, Mann. Die Farbe, das war jetzt, glaube ich, ein Bug. Die Farbe kam einfach nicht mehr wieder. Sie war für immer verloren. Im ewigen Eis der Alpen. So. Aber wir wissen jetzt schon mal, wir können im Prinzip da direkt diese Tal-Halfpipe benutzen. Und können da direkt weiter runter. Also wenn, natürlich nur, wenn der Sprung auch gut sitzt. Das muss er natürlich. Das muss er natürlich, ey. Okay, ich probiere es noch einmal, weil dann haben wir wirklich keine Zeit mehr. Dann würde ich mir das für eine andere Folge nochmal aufbewahren. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt vielleicht DLC-technisch auch wirklich, ob es das jetzt gewesen ist. Oder ob da eventuell noch was kommt von Ubisoft Annecy. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, spätestens zu E3, die ja jetzt auch bald schon im Juni ist, ne? Werden wir dann eventuell ein bisschen mehr darüber erfahren. Worauf ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr freue. Okay. Eine neue Chance für John. Und ich meine, die Adrenalinleiste ist voll. Das ist auf jeden Fall immer ein gutes Zeichen. Okay. Naja, aber es läuft doch. Wir haben... Okay, halber Balken ist weg. Ist aber okay. Pass auf, jetzt bremsen wir mal richtig fett.
dass wir einfach mal hier ein bisschen was an Speed verlieren. Okay. Weil ich glaube, wir sind immer noch ziemlich gut in der Zeit. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt von Steep, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.